Unter Dortmund befindet sich heute die größte europäische Stollenanlage aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Diese erstreckt sich vom Westpark bis zum nördlichen Hauptbahnhof. Die Anlage verläuft südlich der Rheinischen Straße und verzweigt sich unterhalb des Walls nach Norden Richtung Hauptbahnhof und in Richtung des St. Johannes Hospitals, das südwestlich der Innenstadt liegt. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind einige Teile des Stollens zugeschüttet worden, sodass die Anlage mit einer Länge von fast 5 Kilometern früher sogar noch deutlich größer war als jetzt. Die Nationalsozialisten haben 1938 mit dem Bau der Anlage begonnen, welche bis zu 50.000 Personen Schutz bieten sollten. Der Stollen wurde allerdings nie fertiggestellt. Während des Krieges suchen dennoch tausende Menschen Schutz in den Stollen. Heute sind viele der Eingänge zugemauert oder verschüttet. Der ehemalige Haupteingang ist heute die Katharinentreppe vor dem Hauptbahnhof. Der Endgegner. Das Mitbringen von Kinderwagen und Fahrrädern ist verboten. Der Polizeipräsident. Achtung, Verunreinigung des Luftschutzraumes, Beschädigung, Diebstahl der Einrichtungsgegenstände wird strengstens und in schweren Fällen mit dem Tode bestraft. Oh mein Gott. So, wir begeben uns jetzt in die Unterwelt. Das Stehenbleiben ist verboten. Das ist der Abfluss, ja. Der Kanal? Mhm. Oh, heute riecht's gar nicht. Mit Stahlrippen ausgekleidet. Ich würde sagen, das sind locker mal 40, 50 Meter. Unvorstellbar riesig. Wenn wir ins Wasser gehen, blöd enden. Deswegen, die muss einmal ab. So, also diese Bauweise mit den Rippchen sehe ich tatsächlich das erste Mal und ich habe schon viel gesehen. Hier gibt es immer diese Nippel. Das sind höchstwahrscheinlich die Befestigung, damit die einzelnen Segmente ineinander greifen. Ihr seht, das sind mal einzelne Segmente und das sind wahrscheinlich die Befestigungen, damit die Elemente auch zusammenhalten. Zusätzlich gab es hier oben die Nieten und hier ist der erste Raum. Wow, mach ich mal ein bisschen heller. Hier ist ein bisschen trockener Sand, schon fast Puder. Ja, und in solchen Räumen, gerade am Anfang, war es so, dass die Kinderwagen und Fahrräder, naja, Kinderwagen und Fahrräder durften nicht mit reingebracht werden, haben wir ja gerade gelesen, sondern die Familien waren hier in den ersten häufig untergebracht, damit die auch am schnellsten wieder raus konnten. Und hier scheint mal etwas Größeres drinnen gestanden zu haben, dass man hier mit massiver Gewalt auch versucht hat, rauszubuxieren. Und dann rostet dieser Stahl, ich denke, das ist Stahl, vor sich hin. Und hier sehen wir die Grundwassergrube. Und da hinten, ganz da hinten, da wo ihr das Licht seht, ist der Abwasserkanal. Da kann man auch das Abwasser riechen. Ich hatte erst ein bisschen Sorge, dass das Schwefel ist, aber ein Kollege hat ein Gaswarnmessgerät dabei. Und deswegen brauchen wir da keine Sorgen haben. So, hier steht ein Fahrrad.
Wieso steht hier ein Fahrrad? Vielleicht, weil man das Bauwerk dann schneller erkunden kann. Und hier gibt es eine riesige Leiter runter, Leute. Schaut euch das mal an. Geht bis nach oben zur Straße, der Notausgang. Heftig. Links Abgang. Hier geht's zum A3 Notausgang Schmiedingstraße. Schaut euch das mal an, wie lang das ist. Unvorstellbar. Und wir gehen hier lang. Also, ich nenne euch ein paar Fakten aus meinem Gedächtnis. Ich hoffe, die stimmen noch alle. Dieser Stollen ist ungefähr 30 Meter tief unter der Stadt Dortmund und sollte Platz schaffen für 80.000 Menschen. Er wurde allerdings nie fertiggestellt, sodass ungefähr 30.000, 25.000 Menschen hier offiziell drin Platz hatten. Aber wie das so häufig war, wurden die Bauwerke natürlich deutlich überbefüllt, als es zu den Luftangriffen kam. Auch hier wieder ein Raum, der gegen Grundwasser dann auch mit diesen Stahlblechen ausgekleidet war. Und es scheint so, als ob hier noch eine Schutzschicht aufgebracht wurde, eine gelbe. Vielleicht gegen Rost. Mag sein. Welcome to Hell steht da drüber. Dann bin ich mal gespannt. Und hier links und rechts gibt es immer diese kleinen Shelter, Räume, Bunker. Also die Abzweigungen, und die werden wir uns jetzt auch nicht alle im Detail anschauen, aber hier sah es so aus, als ob hier irgendwas Spannendes war, aber dem war nicht so. Toll, absolut begeistert. Absolut begeistert. Und hier, Welcome to Hell, mega. Und hier haben wir eine ganz andere Bauform. Und hier ist das erste Grundwasser schon durchgesickert. Wie so ein kleiner Durchgang. Und hier haben wir wieder das Gerippe. Und hier wird es wieder trockener. Wunderschön. Also Dortmund war natürlich auch eine prädestinierte Stadt für die alliierten Luftangriffe, weil es hier Schwerindustrie gab. Das bedeutet, hier war Kohle, hier war Stahl und natürlich auch Waffenbau. Zum Ende des Krieges war die Produktivität der deutschen Wirtschaft so stark wie nie, was das Thema Rüstung angeht. Das bedeutet, selbst durch oder während der starken alliierten Luftangriffe haben die Deutschen damals unterirdische Basen gebaut, sogenannte Uferlagerungen, und haben die Rüstungsindustrie dann unter die Erde gebracht. So, und schaut euch mal diesen riesigen Steuersystem an. Unvorstellbar. Das sind locker mal 7 Meter. Und auch hier wieder einen Gang. Und da schauen wir mal, ob der nur bis da vorne geht oder ob wir da vielleicht sogar noch rechts oder links weitergehen können. Oh, ich glaube, ich brauche gar nicht so hell machen. Genau. Ich habe zwei Taschenlampen dabei, aber es ist schon angenehmer, mit dem Marauder zu arbeiten. Absoluter Olight-Fan. Müll, leider. Und hier einfach nur Müll. Also Temperatur ungefähr, ich würde sagen 13 Grad. Also ist sehr angenehm. Ich habe mir noch ein Jäckchen mitgenommen, aber die hätte ich mir nicht mitnehmen müssen. Na, da vorne haben wir noch einen Raum. Überlegt mal, wie viele Leute hier untergebracht wurden. Und ich habe bis jetzt noch keine Belüftung gesehen. Bedeutet 20, 30, 40.000 Menschen in diesem Bauwerk. Müsst ihr euch einfach mal vorstellen. Und hier haben wir einen Ausgang.
Das bedeutet, der Schweiß kam von der Decke. Es hat nach Kot und Urin gerochen, weil ich habe noch keine Toiletten gesehen. Also hier war auch mal ein Notausgang. Es macht auf jeden Fall Sinn, sich einmal alles anzuschauen. Hier ist Ende. Boah, riesig. Und da fährt einer mit dem Fahrrad. Ja, das Ding ist halt so groß. Wenn man zügig durchgeht, hat man ungefähr 2-2,5 Stunden. So wie ich gehe, werde ich wahrscheinlich meine 3 Stunden brauchen. Wie gesagt, ich war noch nicht hier, mein erstes Mal. Und habe aber viele Erzählungen von Freunden und Familie gehört, die hier schon waren. Schaut euch das mal an, Stalaktiten. Aber wie die aussehen. Nicht ganz normal runtergelaufen, sondern komplett verformt. Richtig spannend. Mega. Total begeistert. Und so, nochmal der Blick zurück. Kollegen kommen jetzt auch. Bin also nicht alleine unterwegs. Und schaut euch mal das Größenverhältnis mit dem Kollegen da vorne an. Es ist einfach nur gigantisch. Und hier? Was haben wir denn da? Mal gucken, ob wir da gleich hochkommen. Wow, mega gut. Da habt ihr ein guten Größenverhältnis. Hi. So, wie Labyrinth hier. Und hier wahrscheinlich, genau, da vorne geht es sogar noch nach rechts. Aber das war gerade nicht mit dem Hauptgang verbunden. Und hier habe ich fast Schwierigkeiten zu stehen. Nee, wir haben hier eine zweite Ebene. Wir haben hier eine zweite Ebene. Das ist da, wo ich gerade hoch wollte. Schaut euch das mal an. Das ist ja unvorstellbar. Mega. Servus. Schaut euch das mal an. Ob das Sinn gemacht hat damals? Einfach hier so eine Empore zu haben, stelle ich mir gerade die Frage der Sinnhaftigkeit. Und das wird wahrscheinlich ein Eingang gewesen sein. Also so ein riesiges Bauwerk muss ja mehrere Eingänge haben, damit man das auch befüllen kann. Bei so einem Bauwerk muss man natürlich die Chance nutzen und dann trifft man eine alte Bekannte wieder. Und ich glaube, ich bin der Einzige, der... Okay, zu früh gefreut. Genau. Geil. Ja, richtig gut. Aber nicht schlimm. So, also das war mal ein Eingang, den haben sie komplett zubetoniert. In Deutschland ist das ja so, dass die Bunker, die Bauwerke immer mal wieder auch durch verschiedene Organisationen und Behörden begangen werden müssen, um die Statik sicherzustellen. Und deswegen gibt es immer mindestens einen Eingang in so einem Bauwerk, den man relativ schnell wieder aufmachen kann. Der gehört nicht dazu. So, vielleicht war damals eine Treppe darunter, aber vielleicht galt es auch nur der Optik, dass man runtergucken kann, ob die Belegung ausreichend war. So, wir gehen zurück zu dem Gang und so, hier ist noch ein alter Helm. Und hier ist ein Geheimgang, Leute. Leute, hier ist ein Geheimgang. Ultimativ. Aber ich denke, wir sind jetzt gleich bei den Leuten wieder. Wir gehen jetzt einmal Richtung, das müsste Süden sein, ne? Wir gehen jetzt Richtung Süden. Richtung Polizei hoch, ne? Genau. Hier sind noch so alte Stahlplatten. Und hier haben wir wieder Spritzbeton. So, da vorne kommt irgendwas mit dem Fahrrad.
Der Uwe. Er hat sich ein Fahrrad, das Fahrrad organisiert und fährt damit. So, hier kommen wir zum Ausgang Krankenhaus. Dann brauche ich ein bisschen mehr Licht, sehe ich gerade. Das bekommt ihr natürlich. Boah, Leute. Unfassbar. Unfassbar. Das ist einfach nur riesig. Weil diese Gänge sind hinten miteinander verbunden. Und hier haben wir wieder etwas mehr Rough. Boah, schaut euch mal an, wie riesig das ist. So, also, damit wir ein bisschen alleine sind, gehen wir mal diesen Weg. Dann ist es ein bisschen ruhiger. Und wir können uns besser um das Bauwerk kümmern. Mann, ich kann gar kein Ende da hinten erkennen. Hier ist zugeschüttet worden. Und das habe ich auch im Fernsehen gesehen, dass es hier Bereiche gab, die einfach nur zugeschüttet wurden. Ah, jetzt bin ich natürlich alleine. Das ist natürlich richtig blöd. So. Aber da hinten ist Ende und hier oben ist nichts zu finden, leider. Häufig findet man in solchen Bereichen noch irgendwelche Helikopter. Deswegen lohnt es sich immer mal kurz zu gucken. Sauerstoff ist hier auf jeden Fall schon schlechter. Oh. So, und mal schaut mal, die waren hier sogar mit dem, hier mit dem Bagger drin. Mein eigenes Gasbahngerät dabei. Immer dann, wenn ich schlechter Luft bekomme, dann ist die Luft auch schlecht. So, ich kann immer noch kein Ende sehen. Ja, ich hatte gerade erwähnt, dass man nicht fertig geworden ist. Und hier seht ihr einen nicht fertiggestellten Stollen. Hier sollte es weitergehen. Also bis zu 80.000 Menschen sollten hier untergebracht werden. Und das ohne festen Grund hier aktuell. Ich denke, das wäre auch noch ausbetoniert worden. Aber ist nicht. Unvorstellbar. So, nochmal die Linse sauber machen, weil es ist schon hohe Luftfeuchtigkeit hier drin. Sauerstoff ist gerade wieder gut. Boah, Leute, das ist unvorstellbar. So, hinten ist noch Licht zum Glück. Hier sollte es eigentlich weitergehen und hier sehen wir noch die alte Verkabelung. Ansonsten ist der Stollen ja relativ leer, bis auf ein paar Kabel und Blindstollen. Wow, das sollte mal bestimmt ein Ausgang werden. Und auch hier zugemacht. Es wird auf jeden Fall ein langes Video. Absolut klares Wasser. Hier ist sogar noch der alte Bohrer. Wie gesagt, ich bin jetzt komplett alleine.
Immer noch kein Ende, Leute. Hier müssen wir ein bisschen leiser sein. Das ist auch der Grund, warum es kalter wurde. Nicht stehen bleiben. Auch hier wieder diese Befestigung. So, hier sind wir auf jeden Fall tiefer. Möllerbrücke. Schaut euch das mal an. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Was haben wir hier? Auch einen endlosen Gang, Leute. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst lang gehen soll. Das Gute, es gibt nur einen Ausgang, der offen ist. Kurz den Fußboden oder den Boden zeigen. Der wurde schon von den Kalkverwaschungen und Auswaschungen komplett in so einen Korallenriff verwandelt. Wunderschön. Und hier ist tatsächlich Ende, Leute. Und hier gibt es ganz viele von diesen wunderschönen Stalaktiten. Wunderschön, oder? Also, das, was in so einer Natur herzaubert, ist unvorstellbar. Das hier zum Beispiel. Wunderschön. So, und jetzt gehen wir den ganzen Weg wieder zurück. Ja, das erspare ich euch aber. Und dann melde ich mich gleich wieder zurück. Ach so, eins möchte ich euch noch zeigen. Hier vorne sind höchstwahrscheinlich noch die Rückstände, die Reste der Bänke und der Rücklehnen. Seht ihr das? Das ist höchstwahrscheinlich noch das Holz der Rücklehnen. Oder vielleicht waren hier die Mäntel von den Menschen untergebracht. Und jetzt nehmen wir uns eine Minute mal Zeit und stellen uns vor, 90 Jahre zurück. Über uns wurde Luftalarm gegeben. Die Menschen, 20, 30, 40.000 Stück, sind hier in dieses Bauwerk rein, ohne ihre Habe, ohne Kinderwagen. Das bedeutet, die Kinder mussten auf den Arm getragen werden. Es gab keine Belüftung hier drin. Es wurde schlagartig feucht und warm. Und wenig später fielen die Bomben auf die Stadt. Man weiß, dass vielleicht einige Menschen liebsten noch oben waren, weil sie den Weg hier nicht geschafft haben, weil sie zum Beispiel auf der Arbeit waren. Oder sie sind einfach nicht mehr reingekommen und standen oben vor den Eingängen. Die Bunkerwarte haben die nicht mehr reingelassen. Und dann fielen die Bomben. Und natürlich merkt man die Erschütterungen auch 30 Meter tief hier unter Dortmund. Unvorstellbar, was die Menschen damals durchlitten haben. Möchte ich nicht erleben. Und mit diesen letzten Bildern verabschiede ich mich und wir werden uns gleich wiedersehen. Bis gleich. So, und hier gibt es einige Details. Also viel Kabel ist leider nicht mehr. Auch hier waren die Kabeldiebe schon da. Aber sie haben auf jeden Fall hier noch diesen Kasten gelassen. Wahrscheinlich ein Verteilerkasten. Hier ebenso. Da sieht man auch die Unterverteilung und noch ein wenig von dem Kabel. Das führte dann hier in diesem Bereich. Und auch hier gab es links noch einen Abzweig. Mal schauen, wo der hingeht. Ne, hier ist Ende. Ja, hier hatte man so ein bisschen seine Ruhe. Aber Toiletten habe ich bis jetzt nicht gefunden. So, ich zeige euch ganz kurz, wo wir herkommen. Da ist der Hauptgang. Und hier finden wir noch einen weiteren Gang und das Holz. Da. Also, vielleicht war das auch nur, in Anführungszeichen nur,
eine Installationsvorrichtung. Ja, Leute, wir wissen jetzt, wofür das Holz war. Da war das Kabel dran montiert. Seht ihr das? Das Kabel war an dem Holz montiert als Trägereinheit. Ja, und hier ist sogar das ganze Kabel noch vorhanden. Ultimativ. Und schaut euch mal diese schiere Größe an. Unvorstellbar. Ich weiß gar nicht, wo wir zuerst lang gehen sollen. Und es ist doch noch viel Kabel vorhanden. Sehr viel Kabel vorhanden. Das macht mich glücklich. So, hier sehen wir auch noch das Kabel. Beziehungsweise die Vor-. Es geht hier überall lang. Hier sehen wir noch. Ungestraße. Irgendwas mit Straße. Kann es leider nicht lesen. So, wo gehen wir denn lang? Ich würde sagen, wir fangen rechts an. Und dann gehen wir zurück. Auch hier oben ist die Beleuchtung fast noch da. Fehlt nur noch die Lampe und die Abdeckung. Also, Ferenc, du hast ja gesagt, das wird langweilig, weil wir ja schon so viele Sachen gesehen haben. Aber ich bin ehrlich zu dir und das werde ich dir auch gleich nochmal sagen. Das Ding ist einfach aufgrund der Größe und der Geschichte einmalig und total spannend. Es macht richtig Spaß, hier lang zu gehen. Und hier sehen wir auf jeden Fall eine erhöhte Luftfeuchtigkeit. Wir sehen ein bisschen Dampf. Da gibt es diesmal keinen Weg nach links oder nach rechts. So, was sagt die Taschenlampe? Okay, wir haben noch genug Akku. Und hier müsste dann Ende sein. Und hier seht ihr mal, hier ist es sogar noch heile, die Kabelschellen. Nidax. Ja, alles noch da. Und hier ist Ende. Hier ist Ende. Und hier, die sind hundertprozentig für die Belüftung, damit wir hier auch noch Sauerstoff haben. Ja, für die Bewetterung. Mega schön. Und hier der Blick zurück. Und das erspare ich euch jetzt. Ich melde mich von diesem Teestückgang wieder. Leute, ich habe die Toiletten gefunden. Ich habe euch gerade diesen Gang gezeigt. Und jedes Mal, wenn es hier um die Ecke geht, das waren die Toiletten. Das waren die Toiletten. Warum weiß ich das? Weil hier Aborte steht. Und Aborte steht für Toilette. Ihr habt es. Also diese Sachen oder diese Gänge mit diesem L dahinter, das sind die Toiletten. So, und jetzt könnten wir auch die Kamera laufen lassen, denn wir sind schon an dem T-Stück. Und diesmal gehen wir geradeaus weiter. Es sei denn, die ganzen Leute sind da, dann würden wir geradeaus weitergehen. Wir schauen mal. Aber das sieht gut aus. Hier ist auch noch die Lampenfassung oben vorhanden. Kabel inklusive Kabelstellen, alles noch da. Die Frage ist nur, warum haben sie hier Holz genutzt und hier die Schellen in den Beton gehauen? Das ergibt für mich irgendwie keinen Grund. Boah, Leute, schaut euch mal das an. Das war garantiert für die Belüftung. Ich will mal ganz kurz hier gucken, bevor wir weitergehen. Ne, blind. Mega gut. Scheinen irgendwelche Pfeiler oder Stützen zu sein. Und hier haben wir einen riesigen Gang. Und ich glaube, dass das der Hauptgang ist. Das werden wir gleich sehen. Vielleicht treffen wir, da vorne sind sie ja, die Leute wieder, und dann können wir uns mal mit denen unterhalten. Mega. Und hier ist das der andere Gang vom Tee. Hier wären wir gerade lang gegangen, da vorne war die Toilette und so weiter. So. Und hier, schaut euch das mal an, eine alte Grubentrage. Unvorstellbar, dass die nach so einer langen Zeit noch da ist. Mega gut, ey. Sogar noch mit den Fesseln hier. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn.
So. Oh, hier haben wir noch Möllerbrücke. Da geht's zum. So, ich habe mich gerade mal kurz abgedatet. Also, wenn wir uns umdrehen, das ist der Gang, wo wir hergekommen sind. Den Gang haben wir uns ja gerade angeschaut. Und das ist noch abzugehen hier. Hier gehen wir zur Möllerbrücke. Und jeder, der schon mal von der Möllerbrücke zum Hauptbahnhof gelaufen ist, weiß, wie weit das ist. Ich würde sagen, 2,3 Kilometer werden das sein. Ganz grob. Also ich bin so glücklich, Leute. Ich habe es ja schon gesagt, ich habe selber mal in Dortmund gelebt und habe von diesem Bauwerk gehört und wollte immer hier rein und habe die Eingänge nicht gefunden, weil damals kannte ich mich mit Google noch nicht so gut aus. Wow, da kommen wir bestimmt gleich anders hin. Und habe dann immer die Eingänge gesucht. Ein oder zwei habe ich auch gefunden, aber die waren dann immer zu. Und mittlerweile fällt mir sowas aber relativ einfach. Hier steht noch ein Fahrradturm. Das ist aber schon gut verrostet und damit fährt keiner mehr. Und hier haben wir wieder einen Zugang. Sicherlich Platz für 3 bis 4, vielleicht sogar 5 Personen, je nachdem wie geordnet man geht. Und hier an den Ausgängen immer ein bisschen leiser sein. Aufpassen mit der Taschenlampe. Nicht, dass wir gleich noch irgendwas leuchten. So, auch hier brauchen wir gar nicht vorsichtig sein, weil hier wurden die zu Ende gebaut. Und man merkt es auch direkt im Sauerstoff. Hammer. Hier ist noch das Kabel. Schaut euch das mal an. Mega gut. So, ich melde mich von unten wieder. Bis gleich. Oh, so, ich habe sie gefunden. Dafür mache ich auch nochmal die Lampe an, die GoPro. Die einzig erhaltene Lampe. Schaut euch das mal an. Die ist doch komplett erhalten. Ja, und weiter jetzt. Schaut euch hier an. Also da sind wir gerade hergekommen. Und hier geht's weiter. Einfach unvorstellbar. Und viele Dortmunder wissen nicht, dass sowas unter ihren Füßen ist. Und hier haben wir wieder den Elefantenbeton. Und es wird hier richtig, wie sagt man dazu, wenn die Decke nicht hoch ist, flach ist ja das falsche Wort. Ja, keine Ahnung, mir fällt das Wort gerade nicht ein. Ich muss schon fast meinen Kopf einziehen. Hier kann ich schon nicht mehr richtig stehen. Und ihr denkt euch wahrscheinlich, warum fällt dem Idioten nicht das Wort ein? Mir fällt es wirklich nicht ein. Und hier kommen die Wasserrohre runter. Die kennt man auch von den Bäumen. Schaut euch das mal an. Das sieht wirklich aus wie so ein Korallenriff. Und man denkt ja, das ist weich, aber das ist extrem hart. Mega schön. Richtig toll. Dieser Bewetterung. Und hier ist Ende. Die Bewetterung ist anscheinend immer am Ende eines Stollen. Das sieht auch spannend aus. So, letzter Blick zurück und auch das erspare ich euch. Ich melde mich gleich wieder. So, ich glaube, hier waren wir noch nicht. Unvorstellbar. Doch, da guck mal her. Super. Sonst nimmt das Ende heute kein Ende mehr. Das ist der Hauptgang. Und hier habe ich noch eine schöne Inschrift gefunden. Die habe ich nämlich gerade völlig übersehen. Platz für Ordner.
Kennzeichen? Nee. Heizung vielleicht, das ja keinen Sinn macht. Da geht's auch nicht, das sind Safes. Safes würden das. Das war safe. Safe ein Safe. Und hier haben wir einen Notausgang. Aber der ist zu. Also es wurde nicht zu Ende gebaut. Krass. So, schaut mal hier. Total viel Metall und Müll, Stempel, also vielleicht auch hier alte Bunkertüren, komplett verrosteten Teppich, also scheint von dem Tunnelbau gewesen zu sein. Da waren auf jeden Fall diese Metallgerippe und wer weiß, vielleicht hat man vor, auch diesen Bereich mit Metallgerippe auszustatten, damit das Wasser, wie ihr seht, nicht durchkommt. Also wir haben uns gerade mal unterhalten. Wir würden uns beide wundern, wenn es in diesem Bereich keine Belüftung gegeben hat. Und hier sind die Toiletten. Weil, wenn hier 20.000, 30.000 Menschen drin sind, Leute, dann muss es eine Belüftung gegeben haben. Und hier haben wir die Pissrinne. Schaut euch das mal an. Mega gut. Kaum Graffiti. Hier war die Toilette. Und hier hatte man dann auch seine Ruhe. Und hier haben wir sogar noch eine alte Toilette, leider zerstört. Das hätte mich, alles andere hätte mich auch gewundert. Richtig gut, Leute. So, das zweite. Für Damen oder auch für Herren? Das könnte, hier war das Waschbecken dran. Und das könnte dann vielleicht für die Frauen gewesen sein. Das sind die Ummantelung von den Kabeln. Und hier sind die Toiletten auch alle weg. Wow, Leute. Und das ist bestimmt wieder ein Ausgang. Ich denke, das ist für die Belüftung. Weil wenn die ganzen Leute hier gekackt haben, das ist nicht, dass das ganze Bauwerk gestunken hat. Aber ich glaube, im Falle des Falles ist das sogar egal. So, wir befinden uns jetzt hier am Krankenhaus. Massiv. Die Bunkertür liegt auf dem Boden und ist komplett vergammelt. Und das ist der... Oh, ja, man sieht, dass wir am Krankenhaus sind. Das ist noch so ein alter Krankenhauswagen. Auch aus der damaligen Zeit. Mega. Und da geht es Richtung Toilette. Bin ich mal gespannt, wie das da so aussieht. Was sind wir denn hier? Und der obligatorische Schuh, zwar nicht ganz vorhanden, aber der darf natürlich nicht fehlen. Eine alte Tür. So, liebes Krankenhaus. Ich stand schon so oft vor dir und jetzt bin ich mal gespannt, wo der Ausgang ungefähr ist. Schlecht hier. Puh. Ganz, ganz schlecht. Da ist der Ausgang. Da ist der Ausgang, Leute. Schaut euch das mal an. Wir sind jetzt mitten im Krankenhaus drin. Okay, Kopfschmerzen, heiß drunter gehen. Im Schwieren. So, also ich habe in den Jahren gelernt, sehr stark auf meinen Körper zu achten. Und häufig ist es ja so gewesen, dass ich kurzatmig werde. Das ist schon mal ein gutes Anzeichen, dass die Luft schlecht ist. Aber jetzt habe ich Kopfschmerzen bekommen. Bedeutet, ganz, ganz, ganz schnell hier runter.
weil da oben war der Sauerstoff ganz schlecht. Und eine Sache habe ich aber gerade gelesen an der Tür. Das war die letzte Fluchttür. Und deswegen bittet die Stadt oder wer auch immer darum, dass man diese Tür nicht zerstört. Also von daher, wenn ihr den Eingang an dem Krankenhaus kennt, bitte unterlasst das. Und unterlasst generell das Aufbrechen. Schaut euch das mal an. So, Gasschleuse übrigens, die erste, die ich sehe. So, für alle die, die nicht wissen, was eine Gasschleuse ist. Die Leute kommen hier von außen und draußen hat es gebrannt. Teilweise wurden auch Phosphorbomben geworfen in einigen Städten. Das hat natürlich giftiges Gas, Phosgen, bei der Verbrennung erzeugt. Und deswegen gab es sogenannte Gasschleusen. Die Leute, die Menschen sind hier reingekommen in diese Schleuse. Die Türen waren erst zu. Dann, wenn die alle drin waren, wurden die Türen geschlossen. Und erst dann hat man diese Türen geöffnet. Warum hat man das getan? Das Bauwerk stand immer unter Überdruck. Hier war die Überdruck höchstwahrscheinlich. Und durch den Überdruck konnten die giftigen Gase nicht eindringen. Genau, deswegen gab es Gasschleusen damals. So, und ich werde jetzt hier nochmal schauen, was es noch gibt. Boah! Und hier gibt es so richtige Rohre. Und wahrscheinlich sind das Stempel, damit das Gebäude über uns einen festen Stand hat. Ja, das könnte sein. Also das ist auf jeden Fall nochmal ein sehr interessanter Part von dem Stollensystem. Gefällt mir persönlich mit am besten bisher. Leider konnte ich nicht so lange da bleiben aufgrund des Sauerstoffs. Und hier haben wir auch noch irgendwas, ein Gestell und noch irgendwelche Relikte. Hier lohnt es sich auf jeden Fall mal zu gucken. Aber hier ist nichts. Manchmal ist ja auf diesen Flaschen noch ein Datum, aber scheint auch eher eine neue zu sein. So, dann würde ich sagen, melde ich mich von einer anderen Position wieder. Bis gleich. Also da kommen wir her, kleiner Stollen, und da gehen wir jetzt lang. Auch hier, Alter, du bist hier nicht fertig, Leute. Es ist einfach unnormal. Du wirst ja einfach nicht fertig. So, ich werde jetzt den Hauptgang wieder suchen, mich einmal mit den Leuten in Verbindung setzen. Und dann würde ich sagen, melde ich mich wieder, wenn was Spannendes ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass hier irgendwo Belüftungsrohre waren. Okay, ihr bleibt doch dran. Immer wenn eine Tür da ist, wird es ja nochmal spannend. Und schaut mal, anscheinend bin ich heute der Erste, der hier langläuft. Mal schauen, ob wir hier was Spannendes finden. Hier wurden nur... Ach, das ist ja krass. Das ist ja krass. Da möchte ich gerne mal wissen, wo wir sind. Es gibt ja auf jeden Fall etliche Zugänge. Da sind wir hergekommen. Und hier geht noch ein Weg lang. Also, habe mich gerade nochmal abgedatet, wo alle sind, und ich glaube, in dem Bereich bin ich jetzt gleich alleine. Hier soll es noch sehr schöne Inschriften geben und das Wasser soll auf jeden Fall sehr hoch stehen, vielleicht sogar höher als die Watthosen sind. Ich bin mal gespannt. So, das ist der Blick zurück. Etliche Meter gelaufen und das ist der Blick nach vorne. Hier hat jemand seine Watthose gelassen. Scheint auch gut zerrissen zu sein. Und ab hier, glaube ich, geht es mit dem tiefen Wasser los. Boah,
So, wir haben ja gesehen, es gibt Löcher im Boden, die waren aber in der Mitte und deswegen gehen wir außen. Auch hier wurde der Stollen nicht weitergebaut. Das sieht so aus, als ob man hier mit dem Auto damals reinfahren konnte. So ausgebaut ist er. Und boah, ja, jetzt bin ich gerade über so einen Gully gelaufen. Der war zum Glück zu. Oh ja, die hatten recht. Das wird echt eng mit dem Wasser. Schaut mal. Dann hoffen wir mal, dass das nicht tiefer wird. Und oh, meine Jacke muss da rein. Nicht, dass sie weg mal aufschließen und so weiter alles nass wird. Oh, Leute, schaut das euch an. Ich bin komplett alleine in diesem riesigen Bauwerk. Ganz alleine. Mega gut, ey. Richtig gut. Oh, ist das spannend. Boah, schaut mal. Das wäre sehr ärgerlich gewesen. Hier ist ein Loch im Boden. Boah. Alter Schwede. Ultimativ. Ultimativ. Hier sind bestimmt schon einige ins Wasser gefallen. Ja, gehen wir jetzt mal rechts. Boah. Richtig gut, Leute. Oh, oh, oh. Bin richtig geflasht, ey. Richtig geflasht. Rauchen verboten steht da oben. Gar nicht so einfach in dem Wasser zu laufen. Boah, das sieht unvorstellbar krass aus. Also eine der krassesten Anlagen, die wir in Deutschland haben. Das Schlimme ist ja, dass man hier nicht mehr sieht, ob diese Dinger im Boden sind. Und ich habe keine Lust, gleich zu schwimmen hier. Vielleicht ist ja auch der Ende. Ich würde sagen, da hinten ist Ende, oder? Ja, das machen wir also nicht. Wir drehen um und ich melde mich gleich vor dem T-Stück wieder. Also was ist jetzt wirklich ganz, ganz nah bei mir? Da fehlt nicht mehr viel. Jede Welle könnte in die Hose gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich laufe schon auf den Zehenspitzen, aber hier muss ich auf jeden Fall noch durch. Schaut euch das mal an. Ich glaube, hier muss ich mit dem Boot noch mal wiederkommen. Hier ist ein Aufgang. Und da ist auch ein Aufgang. Oh, aber das schaffe ich nicht. Leute, das schaffe ich nicht. Oder? Oh. Oh, da kommt schon Wasser rein. Da kommt schon Wasser rein. Und hier ist natürlich Ende, ne? Oder hier geht es darum, die Ecke rum. Das ist so tief. Boah. Und noch ein Eingang. Unvorstellbar.
Büros. Also ich komme hier nochmal wieder zu. Das ist herrlich. Wie gefällt's dir? Sehr gut. Was hat dir bis jetzt am besten gefallen? Das Wasser. Ja, wie weit ging denn das Wasser bei dir? Bis zur Nippe. Bis zur Brustnippe. Ja. Das ist schon viel. Oh, guck mal hier. Boah, ist das hart. Boah, hast du halt ziehen lassen? Dann war es Alessandro. Was? Ja, ja, nochmal. Ja, geil, oder? Eine Frau. Aber oh, der hat doch noch ordentlich Platz. Schön für kleine, wüchsige Menschen, ne? Aber bei mir ist auch eng. Bei dir übrigens auch, da war fast drin. Ich komm noch. Ja, oh, danke. Da ist doch kein Loch. Oh, ey, Olli, haarscharf, mach Fingerschärfe, ja, genau, Zehenspitzen. Und ich? Bei mir ist auch haarscharf. Boah, das war knapp. Das hab ich richtig Bock. Richtig Bock. Boah, Alter. Ja. Heftig, wie weit? Selbst die Leute, jetzt guck mal. Das Haarscharf, auch nicht. Mein Boden wird so gequetscht, ne? Ja, echt. Oh, da hast du gewesen. Du hast nichts mehr. Naja, laber du mal. Und es wird rutschig hier. Alter. Alter. Olli. Ja. Wie viel hab ich hinten noch? 5 Zentimeter? Ja, ich guck mal. Das schaffen wir, komm jetzt. Nein, du hast schon drin. Ey, du hast ihn. Ey, stopp, komm zurück. Hast du vorne was drin in der Tasche? Ist fast unter Wasser. Ich weiß, aber ich hab's. Ist unter Wasser. Ich weiß. Wir müssen es schaffen. Ey. Kommt. Kommt jetzt! Oh, das wird immer tiefer! Wir müssen zurück! Ja! Warum wohl? Weil das Wasser überall ist! Kann hier jemand schwimmen? Oh, warte, der ist wieder ausgegangen. Ja, aber es wird hier nochmal tiefer. 5 cm. Wie viel hab ich noch? Du hast Aufwand. Alexander, ich bin ganz schnell weiter. Ich muss hier bleiben. Hab ich hier noch 5? Alexander, wie sieht's bei mir aus? Wie sieht's bei mir aus? Ja, du hast auch noch 5. Sagt die Frau auch immer. Gib mir noch 5. Ich habe noch keine 5. Hier, es wird flacher. Wir haben einen verloren, den Olli. Olli, mit Olli. Dein Penis ist groß, dein Körper ist klein. dein großer Penis ist gefangen in deinem kleinen Körper. Oh, krass. Weißt du, wofür wir den Weg gegangen sind? Oh. Boah, Olli. Leben ist voll das krasseste Symbol hier eingezeichnet. Voll die Malerei. Vom Adolf. Sonntagszeitung von April 20. Aber anscheinend war das damals noch auf hier. Wie viel? April 20. Ah, nee. Hier oben. Alter. Hör mal. Komm mal her. Kinder. So Leute, wir sind nochmal hier und schauen uns das Abwassersystem an. Und es ist ultra laut hier. Da ist der Grund, warum es so laut ist.